Ja, ich will doch noch mal zeigen, schnell, wie wir das machen. Zeig mal hier, siehst du, sieht man richtig, wie schön die Brut haben. Haben auch noch richtig schön Futter. Aber wie gesagt, sich da jetzt ewig drum zu kümmern, ist mir auch ein Stück weit zu lästig. Wie gesagt, wir markieren die ja immer, wo wir die Königin rausgenommen haben. Jetzt hier müsste man irgendwo auch sehen, dass eine Zelle da ist. Ne, hier nicht, da ist er. Genau, wie gesagt, hier habe ich vor 4, 5 Tagen habe ich eine Königin rausgenommen. Die haben sogar schon eine Verdeckelte. Aber wie gesagt, mir ist das im Apidea immer mit dem Wärmehaushalt, das funktioniert nicht richtig. Und die kommen jetzt alle mit den Zellen darüber. Irgendeine wird es schon schaffen. Und das klopfen wir jetzt hier wirklich aus. Ja, klopfen wir aus und dann können wir mal komplett durchgehen, wie. Genau. Gleich zumachen, dass keine Räuberei hochkommt. Aber wie gesagt, heute haben wir hier wirklich extrem Glück. Und ja, wie gesagt, das kratzen wir jetzt einfach noch ein bisschen sauber und dann ist das eigentlich schon so, wie wir es im Winter für die Überwinterung zurückstellen. Und die Waben, genau, die wir dann aus denen ja zurückschneiden, also im Herbst nehmen wir die weg. Die wir dann da wieder zurückschneiden, die kommen bei uns in solche blauen Pilzkisten. Und da sind die wirklich schön umlüftet und da geht auch keine Motte rein oder irgendwas. Und da kann man die dann im nächsten Frühjahr dann, wenn wir die Apideas wieder richten, kann man die dann rausnehmen. Da kommen 3 solche Waben rein und Futterteig hinten rein und dann werden die wieder fertig gemacht und dann gehen sie in die nächste Runde. Gut, das war's. Tschüss.